Hallo Leute, hier zu meinem zweiten Let's Play Pokémon. Ja, letztes Mal haben wir nur alles eingestellt und ein Pokémon bekommen. Trainiert. Ja, mit dem Trainieren werden wir jetzt hier ein bisschen fortfahren erstmal. Los, du Mann. Klug. Level 9 erreicht. Jetzt können wir schon langsam in Richtung Stadt gehen, aber trotzdem eh weiter trainieren. Also. Tops Level 2. Hätte ich eigentlich mehr. Aber egal. So. Glut schon eigentlich sehr stark und hier Glamanda auch. Mit Level 9 ist es schon stark eigentlich. So, Kratz, Kratz hier. Ich glaube, da genügt ein Kratzer. Ja. Oh, Volltreffer. Gehen wir mal da oben schon ins Gebüsch. Nicht gereicht. Egal, kommt ein Kratzer hinterher. So. Gleich wird es aber auf jeden Fall spannender, wenn wir schon in diese Stadt gehen und ein bisschen alles machen da. Wieder in Ratzfratz, aber diesmal schon eine Befehle. Oh, fast Level 10. Schade, ich dachte, das hätte schon gereicht. Aber hat's dann noch nicht. Aber ich denke, nach dem Kampf sollte es endlich soweit sein. So, Level 10. Ist doch schon gut. Einen Kampf hier mache ich noch. Und danach gehe ich hoch in die Stadt, damit es nicht so langweilig wird. So, ich muss hier einmal kurz stoppen. Ich stelle den Ton mal leiser. Okay, da bin ich wieder. Musste kurz einmal leiser stellen. So, erstmal ins Pokécenter gehen. Und Glamanda wieder voll auffüllen. Ja, ich komme jederzeit wieder vorbei.
So, gehen wir mal hier hoch. Da, der Markt. Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Sollst du das Paket für ihn ab... Lars hält das Paket. Ja, ich grüße ihn. Dann werde ich wohl mal runtergehen. Noch ein Kampf zwischendurch. So, dann mal hier zu Professor Eich gehen. Und da ist er. Hallo Lars, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ja, hab ich. Ah! Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa? Och, genau, dann kommt los. Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lektion. Lars, Jonas, diese beiden sind für euch. Oh, das ist aber lieb. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ja, 5 Pokémon. Endlich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer ein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist einer der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Lars, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Lars. Haha. Ach, du kriegst hier noch mal was von mir auf die Schnauze. Opa hat dich um einen Bodengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Tja, habe ich die Karte wohl doch gekommen. Jetzt kann ich ja schon mit Pokémon fangen. Jetzt mal hier gucken, ob ich denn hier ein Taubsi finde, was vielleicht schon etwas hohes Level ist. Und das könnte ich mir dann eigentlich nehmen. Hier nochmal nachschauen, ob hier vielleicht irgendwo Taubsi kommt. Oh, bitte sein Hose. Ah, Level 3 ist mir zu niedrig. Das fange ich lieber nicht. Braucht man so lange, um es zu trainieren.
So, noch ein Topsi. Na, auch Level 3. Egal, ich glaube, dann gehe ich erstmal weiter. Obwohl, einen Kampf mache ich noch. Da bin ich nämlich. Dann ist Lumanda. Level 11. Egal, Kämpfe können ja nicht schaden eigentlich. Es sei denn, man stirbt dann. Gehen wir mal erstmal weiter hier. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an dem Pokédex? Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neuen gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich sollte es dir beibringen. Ach, eigentlich weiß ich das, aber egal. Ein wildes Hornliu erscheint. Ach, der alte Mann kann auch werfen. Toll! Hornliu wurde gefangen. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Ja. Und hier, nimm dies auch noch. Lehrkanal erhalten. Okay. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Ja. Die Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage dich, wer hier wohl der Arenaleiter sein mag. Musst du selbst ausfüllen. Gehen wir einfach mal hier oben weiter. Ratzfratz. Level 5. Ach, hier oben ist gut zum Trainieren, ne? Ah, das erste Mal verbrannt. Ah, da reicht wohl ein Kratzer. Nur mal ein bisschen hier noch bleiben. Oh, Topsy, Level 3. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich nehme es einfach. Und ja, dann trainiere ich es hoch. So, das erste Pokémon fangen. 5 Pokébälle habe ich. Und gefangen. Toll! Okay, möchtest du Topsy einen Spitznamen geben? Nee. So, dann gehe ich mit Topsy erstmal. Oh, das leckt gerade ziemlich. Tut mir leid. Aber ich glaube, dann mache ich hier auch erstmal einfach Schluss für diese Folge, neben dem schönen Opa hier.
Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.